ist hier zum Beispiel schon mal was aufgegangen. John must have lowered the water. Ja, hat er, beziehungsweise ich. Storage. Okay. Storage klingt immer gut. Also ja, hier unten kann ich mich jetzt in Ruhe mal umgucken. Noch ein Erz einsammeln und da sind grüne Brücken. Mal sehen. Ich gehe jetzt erstmal hoch in den Storage. Wo bin ich jetzt im Storage rum? Kill if the Frost Sorcerer abandoned Storage Room. Oh. Nope. Auf den Bossfight lasse ich mich jetzt noch nicht ein. Nee, nee. Dafür will ich mich erst hier unten besser umschauen. 5 Health einsammeln. Den hier aktivieren. Mich auch mal da drüben dann umgucken. Also eins nach dem anderen. Hier war ich schon hier oben. Jo, hier ist eine Vendor-Coin und jede Menge Geld. Und ein Health-Upgrade. Wow, und eine Bombe. Okay, Geld habe ich. Ich habe die Vendor-Coin. Wie gehe ich jetzt am besten vor? Am liebsten würde ich erstmal zurück zum Start gehen und mich von dort aus umsehen. Also hier unten lang. Ich habe nämlich so das Gefühl, hier ging es nach oben. Hä? Ich bin doch auf den Caverns Level 1. Habe ich irgendwas verpasst? Oder hätte ich nach... Ach nee, ich muss erst auf die Caverns Level 3. Okay, erst Caverns Level 3. Gut, hier. Das hier war ja das erste Cavern Level, genau. So, hier kann ich jetzt hier rumgehen. Ah ja. Ja, stimmt, ich muss ja dran denken, dass ich... Hier bin ich runtergefallen, oder? Also ganz am Anfang. Ich weiß es jetzt gerade echt nicht mehr. Ja doch, ich bin Level 3 runtergefallen. Das war das oberste Level. Dann habe ich mich ganz nach unten gekämpft. Okay, die können mich schon mal nicht töten. Hier war... Genau, hier war das erste Glücksspiel-Secret. Ist schon lustig. Kaum habe ich die Höhlen hier gesichert, stehen überall Wachen rum. So, hier kann ich durch. Ja, hier habe ich einen, glaube ich, der ersten NPCs gefunden. Hier steht nur eine Wache rum. Also eine steht am Teleporter rum und eine steht am Ausgang. Ja. Genau, von hier bin ich runtergefallen. Oh. Und er hier ist gestorben und zum Skelett geworden. Das ist aber nicht so schön, dass sie den nicht gerettet haben. Der hat es nämlich damals empfangen. Er hat es einfach wohl nicht geschafft. So, wir können hier runtergehen ins Dunkle. Dunkle, dunkel. Wow, ist hier dunkel, ey. Da ist hell. Und dort können wir nirgends weitergehen, okay.
Kommen wir jetzt zu einem Teleporter-Rätsel. Wäre lustig. Hier ist nämlich eine Flamme. You found the secret area. Sundock, okay. Flutsch. People usually don't visit the docks of season, but now both you and I and a traveler named Daniel have stopped by. He said he was looking for more adventure over at the Realm of Sanctuary. He left this big chest here, so you might as well take it. By the way, isn't that seagull? I'm sure I have seen it before. Okay. Okay, das war schon mal nicht das, was ich gesucht habe. Secret Area, aber... Ansonsten hilft mir das nicht. Ich dachte, ich komme dadurch an das Erz daran. Also, wie es aussieht, muss ich dafür einen Teleporter irgendwo finden. Weil das sieht mir verdammt nach einem Teleporter-Rätsel aus da oben. Ist hier noch etwas, was wir nicht erkundet haben? Hier sieht nämlich auch nicht so aus, als ob hier noch was wäre. Da war nur die Secret Area, da war die kaputte Brücke, die wir umgangen sind. Das da hinten war secret-mäßig und das war's eigentlich hier unten. Hier ist echt nichts mehr. Gut, wir haben Mana und Leben haben wir genug, mehr können wir nicht upgraden. Das heißt, ich poppe mich mal in die Stadt zurück. Und guck mal, was ich so noch bei den Lehrern. Divine Wave. Könnte ich Gegner stunnen. Combo Timer könnte ich erhöhen. Hier könnte ich halt den Mana Pool auf 100 erhöhen. Also nochmal 25 steigern, besser gesagt. Hier könnte ich den Charge Damage erhöhen. Also nee, ich tue den Combo Timer mal erhöhen, dass ich länger heile. Oh, und ich wollte eigentlich das hier erhöhen. Oh, kann ich sogar noch. Sehr schön. 10%ige Stun-Chance. So, jetzt bin ich hier in den Caverns in dem oberen Level. In Level 1, genau. Muss mich hier mal umsehen. Zum Beispiel ist hier jetzt ein Gebiet, was ich betreten könnte. Das sieht man hier ja sehr gut. Könnte ich betreten, nur die Frage ist von wo. Beziehungsweise habe ich das schon betreten. Sieht aber nicht danach aus, als ob ich es schon betreten hätte. Ah ja, hier bin ich bei der... Nee, ich kann es nicht betreten. Das ist einfach nur da, um es schön auszusehen. Es ist auch nichts drauf zu sehen, wenn man richtig hinglotzt. Also nee, hier ist nichts. Gut. Ich gehe jetzt aber mal zurück, mich in dem hinteren Gebiet umsehen, also links von uns, weil rechts ist das Gebiet, wo wir herkamen. Also ja, Storage Room ist hier, da ist der Bossfight. Da ist die Treppe nach unten in die zweite Etage, ja. Okay. Hier sieht ein Gebiet abgepumpt aus. Ist es auch abgepumpt? Hier können wir aber auch nirgends runter, wenn ich das richtig sehe. Nein, das ist auch nur zum Schönstehen. Hier können wir dafür jetzt vielleicht runter.
Nein. Okay. Hier können wir auch nirgends runter. Das heißt, das Gebiet ist jetzt mal reines Trollgebiet, okay. Hier können wir auch nichts machen. Und das war's in dem Bereich hier. Mit begehbaren Gebieten. Vorsicht, fliegen. Das heißt, wir können nur über die Brücke und dann nach rechts weiter. Rechts unten ist der Weg zur Arena hoch. Den lassen wir mal und gehen lieber oben lang, weil da oben ist noch der Secret Room hier. Dieser Secret Room. Mal gucken, ob wir hier was finden. Weil hier ist auch eine Pump Station und ein Save Point und alles. So, Save Point. Aber das hier sieht auch nicht so wirklich danach aus. Nee. Kill Quillith müssen wir jetzt. Und der war, ist wahrscheinlich in dem Eisgebiet, da wo wir freigepumpt haben mit dem Storage Room. Gut. Das heißt, hier ist nichts. Hier drüben ist auch nichts. Das heißt, wir können noch da unten. Na, da unten ist der Weg hoch. Und das war's auch schon. Hier waren ja die, genau, die ersten Skelette, die Zeug gedroppt haben. Und das ist der Arena-Weg. Und das war's. Und in der Arena wird sich jetzt nicht viel getan haben, weil dort keine aktiven Pump-Stations sind. Also bleibt uns nur der Weg zu Krillif. Hier runter, hier rüber. Storage. Quill of the Frost Sorcerer abandoned. I know someone would try to ruin my plans. Okay, ich kann ihn hauen. Oh. Was zur Hölle? Der heilt sich auf jeden Fall ständig. Ich muss erstmal das Ding wohl hier loswerden, bevor ich ihn attackieren kann. Wow. Wow. Autsch. Hier stehe ich schon mal in seinem toten Winkel. No, the Frost Device. Okay, jetzt kommen Skelette. Wow. So, einfach rückwärts gehen. Dann kann ich die ein bisschen wegbashen. Okay, das Frost Device hat ihn auf jeden Fall geheilt. Wow. Au. Die verdammten Dinger sind zielsuchend, fällt mir gerade so auf. Naja, wenn es sein muss, lasse ich mich einmal töten, genau. Spawne neu und kann jetzt ihn verklopfen. Ja, okay, er portet sich weg. So, jetzt kann ich mich einfach mal in Ruhe hochheilen. Muss nur aufpassen, dass ich nicht in seine Stalaktiten lande. Wow. Und mal gucken, dass ich ihn töte, bevor er mich tötet.
Aber ich bin verwirrt, merke ich gerade. Und noch eingefroren. So. I've seen things. Things you would.